Jo, ihr Freunde, und was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Ark Genesis. Ja, wir befinden uns im Moor. Wir befinden uns auf einem Baum. Und in der letzten Folge haben wir diesen Bloodstalker hier gezähmt. Von daher dachte ich, komm, in dieser Folge schwingen wir uns einfach mal quer durchs Moor durch. Wir haben nichts anderes zu tun. Nee, eigentlich nur Spaß. Wir haben was anderes vor. Jo, ich teleportiere uns erstmal, dann zeige ich ungefähr, was wir vorhaben. Teleport bereit. Oh, ich will schon wieder fliegen. Oh, ihr miesen Pisser. Ihr kommt auch immer zur falschen Zeit. Hey! Du bleibst schön hier. So. Beim Teleportieren wird mir immer etwas schwummrig. Da ist er. Perfekt. Ist auch schon in den Startlöchern. Der will hier runter ins Wasser. So, auf was gehen wir? Eins auf Resistenz, eins auf Ausdauer und zwei auf Leben. Leben ist immer gut. So, was können wir freischalten? Gibt es irgendwas Interessantes? Achso, der letzte. Bevor ich die Folge aufgenommen habe, habe ich hier die Betäubungsweide übrigens freigeschaltet. Damit ich sie schon mal vorcraften kann, damit es jetzt nicht so lange dauert. Habe auch übelst gefarmt. So, und wir gehen jetzt hier runter. Wir müssen. Ah, wie heißen die kleinen Viecher? Hespagornis oder so? Genau, die müssen wir jetzt farmen. Denn wir brauchen organisches Polymer. Ich will als allererstes, auch wenn es jetzt nicht allzu wichtig ist, erstmal uns. Wo ist er? Haben wir den schon gelootet? Okay, ich glaube, der hat den gelootet. Ja. Da wir hier schön Surfer gelernt haben. Ah ne, wir sind ja gar nicht beim Pokémon. Können wir das jetzt auch ganz easy hier alles machen, ohne Stress? So, wir dürfen eigentlich fast genug schon haben. Ein bisschen mehr schadet nie. Ja gut, ich brauche jetzt kein großes Geheimnis draus machen. Ich wollte mal was anderes machen. Ich habe jetzt sehr viele YouTube-Videos gesehen. Das haben Leute hier die Bloodstalker gezähmt. Das haben Leute die, wie heißen sie, Ferroxe gezähmt. Und ja, heben wir uns doch von den ganzen anderen ab. Und wir ziehen jetzt uns hier entweder so eine Schildkröte oder ein Magmasaurus, oder wie der heißt. Was bräuchten wir denn jetzt noch für die Gile? Hä? Achso, der hat alles im Inventar, der Penner. Gib mir das mal schön her. Ja, das reicht vollkommen. So, dann teleportieren wir uns ganz schnell zurück. Oh, sehr gut. Das war jetzt richtig beschissenes Timing. Okay. Ja, gut. So, genau, da lang müssen wir. Okay, auf jeden Fall. So, du bleibst kurz hier. Wir machen uns die Rüstung. Oh, wir haben zwei Level. Wieso haben wir jetzt direkt zwei? Was haben wir richtig oder falsch gemacht? Ich gehe auf Leben. Was haben wir dazu bekommen? Okay, Allosaurus und Geschützturm brauchen wir alles nicht. Halt. Hat er jetzt? Ja, ich habe mir die Sachen zum Lager aufschlagen hier schon reingebaut. Ah, verpiss dich! So, Entfernung reicht. So, der Magmasaurus, wie er auch immer heißt, ist etwas schwer zu zähmen. Beziehungsweise man zähmt ihn nicht, man braucht ein Ei dafür. Ja, das ist ein Vulkan. Bester Weg wäre eigentlich mit einem Flieger da rein, wie man es bei den Wyvern genau so kennt. Aber da wir ja keine Flieger hier benutzen können, geht das schlecht. Achso, apropos können. Ich habe jetzt auch gelesen, nein, es ist nicht grundsätzlich verboten. Es scheint irgendwie ein Bug zu sein, dass man die nicht benutzen kann oder so. Weil es gibt ja Flugsaurier, es gibt auch die Sattel und so. Von daher wird es ja eigentlich Sinn machen, wenn man auch die fliegen kann.
Auch wenn man sie, auch wenn man sie halt zähmen könnte. Und so. Ja, auf jeden Fall, wir müssen uns jetzt erstmal hier. Wir müssen uns als erstes mal irgendeinen schnellen Wasserdino zähmen, mit dem wir relativ safe unterwegs sind. Jetzt habe ich natürlich eine logische Sache vergessen zu machen. Na gut, das können wir gleich korrigieren. Wir haben ja gleich hier Bett und alles am Start. So, denn, ja, wir könnten einen Sattel gut gebrauchen für solche Unternehmen. Denn da wir mit dem Bloodstalker nicht unter Wasser können, müssen wir halt direkt irgendwie am besten einen Sattel am Start haben. So, das brauche ich nicht. Schrank und ein Bett. Ja, und bevor jetzt Leute meckern, dass ich das aus dem Inventar rauscrafte, nein, das ist jetzt nur ausnahmsweise, weil ich keinen Bock hatte, wegen einem Schrank das auf die Inventartaste zu legen. Also auf die Quick-Leiste. So. Wir haben unser Bett. Ich lege mal alles, was wir haben, vorerst hier rein. So, dafür habe ich mir auch hier, wo sind sie da, 124 Betäubungspfeile noch zusätzlich gecraftet, damit wir auch unter Wasser schießen können. So, die zweite Sache, die ich vergessen habe. Jo. So, wir gehen wieder zurück in die Base. Bed Traveling ist immer noch das Beste. Es geht schön schnell. Fleisch, ja, genau hier. So, mehr werde ich nicht brauchen. Auf was würde ich denn am liebsten mal gehen? Also wir können Megalodon. Kleber bräuchten wir für den Sattel, okay. War das Basilo? Ich glaube schon, Basilosaurus, den wir jetzt hier schon öfters mal gesehen haben. Den können wir auch machen. So, Dabajara, Gano, Basilo. Ah, wir brauchen Metallbahn. Nichts leichter als das. Die haben wir zum Glück mittlerweile genug. So, Basilo-Sattel ist in Mache. Das hier müsste, genau, Fasern, Tierhaut und Kleber. Habe ich nicht noch Kleber irgendwo? Ah, doch, hier ist Kleber, aber ich glaube, der reicht nicht. Nope. Koordinaten gesperrt. Zeit für Teleport. Auf geht's. Da sind wir. Genau richtig. So, jetzt müssen wir den Weg zu unserer kleinen Base wiederfinden, was auch nicht so schwer ist. Unser Blutjäger hat auch schon wieder ein Level-Up bekommen. Hier ist es. So, okay. Du folgst mir jetzt nicht mehr. Also, ich habe Fleisch, zwei Sättel und Betäubungsmittel. So, dazu brauchen wir noch unsere Rüstung, Pfeile. Genau, und die hier. So, dann. Ah, da hinten haben wir schon direkt einen. Was bist du für eine? Basilo 145. Wow! Wow, wow, wow! Okay, ich wollte zwar auch einen Megalodon, aber so schnell wollte ich den jetzt auch nicht. Ah, schnell, weg. Okay, der hat Level 100, mit dem könnten wir ja anfangen. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da. Hä? Jetzt haben wir ihn. Okay, jetzt sollten wir langsam ein bisschen schneller schwimmen und weg hier. Wow, wow, wow. Wenn du jetzt genau hier einschlafen würdest, wäre es perfekt.
sein, dass der flüchtet? Ja, der flüchtet auf jeden Fall, sonst wird er jetzt umdrehen. Der hält schon ganz gut was aus. Jetzt kommt er zurück, okay? Jetzt wollen wir es nochmal wissen. Okay, ja komm, schlaf ein jetzt. Oh, oh, oh. Okay, bei dem kann man sich jetzt irgendwie nicht so sicher sein. Ist das jetzt Flucht oder ist der einfach verwirrt? Da wäre schon einiges an Pfeile jetzt nicht reingepumpt. Wäre ein bisschen blöd, wenn der jetzt nicht... Ah, jetzt kommt der wieder. Pfeile will der noch schlucken. Untaming Megalosaurus. Mega. Ja, nicht Sau. Megalodon, so rum. Kann das ja das Bug ist oder so? Ich wüsste jetzt nicht, dass das jemals so lange gedauert hat. Wow, jetzt kommt natürlich der Richtige. Oh shit. Okay, ich versuche mal hier mich zu verpissen im letzten Moment. So, okay. Wow, verpiss dich. Ah ne, der will glaube ich nichts von mir, aber der. Oder so. Okay, es ist jetzt nicht unbedingt schwer, den hier abzuknallen und auszuweichen, aber dauert halt ziemlich lange und ja, wir haben auch nicht mehr wirklich viele Pfeile. Shit! Okay, das war jetzt Worst Case. Das ist ein bisschen ziemlich blöde gelaufen. Also ich habe das Gefühl echt, dass das jetzt ein Bug war oder so. Nichtsdestotrotz lasse ich den ganzen Scheiß hier. So, dann geht's zurück ins Moor erstmal. Da sind wir. Genau richtig. So Leute, wir sind wieder zurück im Moor. Ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit beim Laden noch mal kurz nachgeschaut. Also das muss ein Bug sein, weil so viele Pfeile würde er laut App gar nicht brauchen. Oh, das nervt schon manchmal so ein bisschen mit dem Vieh hier. So, ich wette, wir haben jetzt natürlich auch nicht annähernd genug Ausrüstung oder sowas dabei. Also, beziehungsweise Stuff, um hier jetzt mehr Pfeile zu craften. So, als allererstes müssen wir hier unsere Rüstung reparieren. Okay, das war nur ein Insektenschwarm. So, gut, Pfeile. Wir brauchen Fasern, Feuerstein und Stroh. Stroh habe ich, Fasern auch, Feuerstein, naja. Gut, wir machen mal was geht. Ja, im Prinzip brauche ich noch mehr Feuerstein, das sollten wir uns jetzt auch schnell mal erstmal holen. Ja gut, das wird jetzt hier noch ein bisschen dauern. Leute, ich würde sagen, wir beenden hiermit die Folge. In der nächsten machen wir dann weiter. Ich craft mir jetzt hier noch schnell so ein bisschen mehr Pfeile und Ausrüstung und Zeug. Und ja, wie gesagt, in der nächsten Folge geht es weiter mit dem Zähmen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst mir bitte ein Abo hier unten auf dem Button da. Könnt auch eins dieser zwei Videos noch anschauen, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge Ark Genesis wieder, wenn wir wieder zu Wasser gehen. Bis dahin, Leute. Macht's gut, euer Gaming Beast.